Bonjour, grüß Gott und Ni Hao. So würde man sie wahrscheinlich begrüßen, wenn wir jetzt in einer von den Fabriken arbeiten würden, von den Geräten, die hinter uns stehen. Ich sage aber Servus und zwar zum Thomas. Thomas, wir zwei sind eigentlich großteils die gleichen geblieben. hinter uns haben wir was, das was sich grundlegend geändert hat. Ja, leider kein Lucy, aber 3/4 andere gute Sachen, die wir euch jetzt dann ein wenig zeigen. Und ordentlich testen werden. Testen nicht, wie es ist von YouTuber vielleicht gewohnt seid, sondern wir werden einfach einmal eine alltägliche Urlaubsfahrt machen. Wir werden die Kofferräume auffüllen mit Gepäckstücken und einfach einmal in den Urlaub in ein verlängertes Wochenende durchstarten. Nicht nach Marokko. So viel Zeit haben wir nicht. Vier Fahrzeuge, wie gesagt, haben wir zur Verfügung gestellt gekriegt. Da sind wir beim ersten guten Stück Peugeot E208. Autos zur Verfügung gestellt worden von der PSA Retail Gruppe in Leonding. Danke Hatzinger Herwig für die prompte und unproblematische Zurverfügungstellung. Technische Daten werden wir nicht durchbetten, das schreiben wir entweder auf der Seite meine, beziehungsweise die meisten Leute informieren sich da direkt bei Peugeot und können sich die Datenblätter dann Overloader ausdrucken, was immer. Für uns ist interessant, dieses Wochenende, wie fahren sie mit mehreren Leuten. Wir werden jetzt dann noch gleich anschauen, wie es mit Gepäck und dergleichen. Ja, schnittiges, neues Modell, eher unsere futuristischere Version an Fahrzeug, was wir heute da dabei haben. Ja, schauen wir mal, wie es sich gibt. Unser zweites Fahrzeug, Renault Zoe, eigentlich altbekannt, allerdings nicht wirklich. Ja, das ist jetzt nicht die Lucy, das ist die Lisa. Das ist mein Rot, Metallic, ZT50, groß, also ist da der größte Akku im Paket. Und kennen wir schon, ist neu, relativ neu, manche besitzen ihn schon. Und wir werden einfach schauen, wie er sich schlagt im Vergleich. Zur Verfügung steht unser mehr oder weniger Haus und Hof Autohaus in Christkirchen, die Firma Kriegner. Liebe Claudia, danke für die Unterstützung, dass wir da das Auto verwenden dürfen, die 3-Lok. Der dritte im Bunde. Opel Corsa E. Hat uns freundlicherweise das Auto aus Kronlachner in Kemmerton am Inbach zur Verfügung gestellt. Danke Franz Kronlachner. Ja, recht interessant. Der Bruder zum E208. Gleiche Technik drinnen grundsätzlich. Anderes Design, andere Philosophie dahinter. Die Unterschiede schauen wir uns dann an. Ja, wir haben jetzt drei eher identische Fahrzeuge. Thomas, was machen wir mit dem? Der ist ein bisschen anders. Danke, liebe Elisabeth Höfer, ein Mitglied unseres Vereins, hat uns den privat zur Verfügung gestellt. Ganz einfach, weil wir gesagt haben, A, ein viertes Auto war nicht schlecht, B, ist das ein Auto, das jetzt mittlerweile seit ein paar Monaten in Österreich am Markt ist. Nur nicht ganz so bekannt ist, aber von der Preisklasse, von der Akkugröße her mit den anderen halbwegs zusammenpasst, fast, und ist zwar ein bisschen größer vom Raum her und von der Fahrzeuggröße her, aber wir vergleichen es einfach einmal mit, so ein bisschen als Außenseiter. Einen kleinen Test haben wir gesagt, bevor wir auf die Reise fahren, machen wir noch. Wir möchten natürlich die Autos ein bisschen vergleichen, wie das Ganze unter der Heckklappe ausschaut. Im Normalfall gibt es da Leute, die da Bierkisten drinnen stapeln oder Bananenschachteln oder dergleichen. Nachdem unser einer aber kaum mit Bierkisten oder Bananenschachteln irgendwo auf Urlaub fährt, haben wir gedacht, wir schauen uns einmal an, wie das mit Gepäckstücken ausschaut, die man in der Regel mit hat. Bei uns in der Family ist es so, der Große ist schon ausgezogen, der Kleine fährt meistens nur mit. Dementsprechend sind wir zwei Erwachsene und ein Jugendlicher. Und da geht es sich meistens aus, dass wir einen kleinen Koffer für unseren Junior haben. Und einen großen Koffer
für uns alten. Meistens haben wir dann noch eine Tasche, wo ein bisschen ein Badezeiger oder dergleichen drin ist. Kommt dann noch ein zweites dabei sein mit Foto, Ausrüstung und so. Aber ich glaube, das tut es der Wärme. Ja, schauen wir, wie das ins Auto reingeht. Ich wollte gerade sagen, verstehen wir's. Ja. Erster Kandidat, Peugeot E208. Ja, rein damit. Mama und Papa. Sohnemann. Boschen kriegst du eine, oder? Ja, wenn er nicht pumpen angefühlt ist. Also für Pannendreieck oder dergleichen ist noch ein bisschen Platz, Fototaschen oder dergleichen. Die Koffer dürfen halt nicht komplett prall gefüllt sein, aber es geht sich, wenn man ein wenig Tetris spielt, geht es ja auch nicht für sich aus. Schauen wir, ob die Tür geht auch. Et voilà. Wenn er eingehängt ist, geht er glaube ich ganz zu. Ja. Passt? Drei Personen? Geht ja aus. Nächstes Mal ist die Zoe. Bei der Zoe haben wir jetzt eine kleine Eigenheit. Schauen wir mal ein wenig zu. Es ist eine Bose Edition. Guter Klang. Aber der Subwoofer ist dementsprechend groß und nimmt uns ein wenig am Platz weg. Wir probieren es aber trotzdem. Jetzt müssen wir jetzt schauen. Ich werde den großen Koffer nicht hinten hinkriegen. Ja. Ein schräg einstellen. Okay. Ja. Also, easy. Man merkt, der Kofferraum ist um eine Spur größer wie beim Peugeot. Ohne Bose Edition, ohne Bose Endstufen. Oder Subwoofer, das ist was locker easy, da kriegt man wahrscheinlich sogar noch einen zusätzlichen Koffer oder einen großen Koffer mit rein. Ja, zurückgehen, müssen wir dann nochmal auch. Fast wie in Marokko. So ist es. Der Opel Corsa E, im Endeffekt sollte es ja dasselbe Auto sein, der gleiche Kofferraum wie der Peugeot. Schauen wir einfach einmal und fangen wieder mit dem großen Koffer an. Haben wir schon gelernt, dass wir ihn hinlegen. Der geht wieder rein. Also. Ich würde sagen, ident. Ja. Gleiches System, gleiche Größe. Ein zweiter großer. Ja, wir dürfen nicht zu voll sein. Ein zweiter großer ist fraglich, ob noch einer geht, aber können wir eigentlich einmal probieren. Wollen wir mal probieren? Sagen wir mal, es fahren vier Leute. Ja. Habe ich? Trag den Koffer. So, jetzt haben wir da nur einen großen Koffer. Es könnten ja vier Leute fahren. Der ist auch wieder leicht gefüllt, also voller darf er da nicht sein. Wird schon eng. Na schon. Ein bisschen versetzt, ja. Wie gesagt, der ist jetzt nicht ganz bummvoll. Aber, ja. Ist ein voller Hammer, bitte. Knapp. Mit Bauchweh. Ja. MG ist natürlich eine andere Größenordnung vom Auto her. Das heißt, großer Koffer, zweiter großer Koffer. Und da ist jetzt fast wurscht, was drinnen ist. Die Tasche tun wir da wahrscheinlich sogar auf der Seite rein. Den kleinen Koffer werden wir, ich brauche es unbedingt ans Kotzen. Einen kleinen Koffer werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz reinkriegen. Nicht ganz. Nein. Geht sich nicht ganz aus. Wenn du ein bisschen anders Kofferset hättest, dann ja. Dann kommt es sich ausgehen. Lässt es unten das nicht. Okay, knapp. Knapp, aber ein Taschengang sieht aus.
Angekommen am Timmelsjoch haben wir die Durchschnittsverbrauchswerte der drei Hauptakteure verglichen. Die Strecken waren 114 Kilometer und es waren rund 2000 Höhenmeter. Der Durchschnittsverbrauch des Peugeot E208 waren 22,8 Kilowattstunden. Die Renault Zoe hat 21,0 Kilowattstunden verbraucht und der Opel Corsa E 21,4. Tagesetappe ist geschafft. Wir stehen in Sterzing, haben im Hotel eingecheckt. Das heißt, es gibt nur mehr Strom für die Autos und Nahrung für uns. Wir werden nach oben essen. Dann werden wir mal ein paar Daten auswerten und mal schauen, wie sie die einzelnen Fahrzeuge geschlagen haben, bevor es dann morgen in den zweiten Tag geht. Die heutige Tagestour hat für durchschnittliche Bewertung alles mit sich gebracht. Von ebenen Landstraßen über Autobahnen hin zur Hochalpinstraße. Nach den rund 200 zurückgelegten Kilometern schaut der durchschnittliche Verbrauch folgendermaßen aus. Peugeot E208 15,3 Kilowattstunden, Renault Zoe 13,0 Kilowattstunden und der Opel Corsa E 14,2 Kilowattstunden. Der erste Vergleichstag ist Geschichte. Wir starten nun in den zweiten Tag. Wir werden starten da von Sterzing. Geht wieder Richtung heimwärts. Die genaue Route werden wir sie noch dem Wetter entsprechend aussuchen. Ja, Frühstück und los geht's. Die Rückreise aus Sterzing erfolgt über die Bundesstraße über den Brenner zur Europabrücke. Da ging es nach Innsbruck zur Sprungschanze am Bergisel. Thank you.
Auf unserer Tour haben wir alle Streckencharakteristiken dabei gehabt und das Wetter war heiß und sonnig. Gefällt hat uns eigentlich nur eins: Regen. Wie gewünscht hat es ab Innsbruck geregnet und wir haben diese Werte in unsere Vergleichstour mit einbeziehen können. War der Startpunkt Hallin Tirol für unsere vier Teams, so war das Ziel Eugendorf, wo sie unsere Wege wieder getrennt haben und dementsprechend ist auch dort die Messung für die Endwerte genommen worden. Folgedessen war unsere Tour rund 430 Kilometer lang und die Fahrzeuge haben folgende Durchschnittsverbrauchswerte erreicht. Peugeot 14,1 Kilowattstunden, Renault Zoe 13,6 Kilowattstunden und der Opel 13,1 Kilowattstunden. Rückblickend mit vier Fahrzeugen waren wir unterwegs. Wir haben es so eingeteilt, dass wir vier verschiedene Fahrer gehabt haben. Es ist jeder mal mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen, dass man ein bisschen Vergleiche ziehen kann. Und dementsprechend haben wir natürlich auch jetzt die Werte besammeln, was jeder so empfunden hat. Auch mit dabei haben wir natürlich unsere Beifahrer und Beifahrerinnen vor allem, die uns auch ein bisschen Feedback gegeben haben aus der Seite, nicht hinter dem Lenkrad. Unsere Damen wollten nicht unbedingt fahren, aber es ist natürlich ein super Feedback zu bekommen von den Leuten, die halt nur dabei sitzen und das Fahrzeug ganz anders wahrnehmen wie wir. Wir schauen uns die einzelnen Fahrzeuge jetzt an, haben das unterteilt in drei Kategorien. Einmal das Exterieur, das Interieur und das Fahrerlebnis. Wir würden das einfach grob nur bewerten, es sind subjektive Eindrücke, aber dennoch das ein bisschen aufsplitten in die drei Kategorien. Ja. Wichtiger vielleicht dabei, wir haben jetzt nicht bewertet gut, schlecht oder dergleichen, sondern einfach nur subjektive Wahrnehmungen der einzelnen Personen. Ein bisschen versucht zusammenzufassen, was haben wir eigentlich da bei dem Test oder bei der Vergleichsfahrt, bei diesem Wochenendausflug. Tirol, ein bisschen Südtirol und dann wieder zurück über Salzburg nach Oberösterreich. Gesamtstrecken? Jede Menge. Wir sind, wenn wir jetzt vom Standort zu Hause, von den vier Teams ausgängen, sind wir 3000 Kilometer zusammen. Also rund 3000 Kilometer. Insgesamt unterwegs gewesen. Natürlich nicht jedes einzelne Fahrzeug, sondern alle vier Fahrzeuge miteinander aufgerechnet. Richtig. Was das Geile daran ist, abgesehen von den Kosten, die wir jetzt gehabt haben daheim, fahre ich ja voll klar und weg, es war eigentlich, was teuer. Für die 3000 Kilometer, Gesamtkilometer nochmal erwähnt, haben wir insgesamt Ladekosten von rund 140 Euro gehabt. An öffentlicher Ladestationen. Also wir haben da verschiedenste Betreiber gehabt. Da können wir eventuell vielleicht mal extra sowieso noch einen Test machen, wo dann die Steckerchecker unterwegs sind. Ja. aber wir haben öffentlich eben diese etwa 140 Euro geladen und ja, das ist nicht so schlecht für 3000 Kilometer und auch einige Höhenmeter, wie man im Video gesehen hat. Wir beginnen mit Peugeot. Der Peugeot ist durchwegs von allen Teams als sportlich modern empfunden worden, vom Exterieur. Ähnlich aber das Interieur. Es ist futuristisch, hat aber auch den Preis, dass es ein bisschen eng ist. Es ist nicht so luftig, es ist ein bisschen eng. Sportlich. Also da Sportlenkerwagen drinnen, relativ klein. Und dementsprechend war das Vorerlebnis. Also es haben eigentlich alle das Gefühl gehabt, dass sie wirklich ein sportliches Fahrzeug haben. Aber wenn wir nicht sportlich gefahren sind, aber man hat einfach das Gefühl, dass man da in einem wirklich modernen sportlichen Fahrzeug sitzt. Was manche auch gehabt haben, die haben dann irgendwie gesagt, ja, das Futuristische hat aber dann auch wieder den Zusatz, dass teilweise sehr unterschiedliche Materialien drinnen waren. Also man hat einen Materialwechsel gehabt von Hochglanz, Kunststoff bis Carbon Design über Soft Touch, also alles mögliche drinnen. Hat jetzt manche
begeistert und die haben gesagt, das ist geil. Andere haben wieder gesagt, nein, das ist jetzt nicht unbedingt so das, was ich möchte. Ja, muss jeder wissen, wie er das dann bewertet und wie er das dann entscheidet, aber wir wissen es jetzt mal, man hat eine gewisse Materialvielfalt in dem Ganzen drinnen. Ja. Ja, andere haben das nicht so. Oder cool. Weniger. Cool. Mhm. Zum Beispiel? Renault Zoe. Ja, Zoe. Also ich nehme mal an, viele von unseren, die unseren Kanal da jetzt sehen und Marokko fahrt und dergleichen sehen, kennen natürlich die Zoe, vor allem die Zoe Phase 1. Phase 2, die wir jetzt da gehabt haben, das aktuelle Modell, darf ich jetzt nicht als futuristisch bezeichnen, also es ist was am Stand der Zeit, aktuell, modern, aber halt nichts, was jetzt in die Zukunft schaut, massiv. Und aber auch nicht irgendwo hängen geblieben ist in den letzten Jahrzehnten. Also es ist für heute ein durchwegs angenehmes Interieur. Platzverhältnisse sind auch durchwegs alle gelobt worden. Sitze angenehm. Ja, also wie wir es kennen, solide. Genau, es ist bewährtes, verbessert worden, modernisiert worden. Es ist durchwegs durch die Teams auch gelobt worden vom Interieur im zum Beispiel das Display ist mit dem Display, es ist sehr gut angenommen worden, es ist relativ einfach zu bedienen. Ja. Man merkt vielleicht auch, dass die Franzosen, schon ist auch Franzos, Opel eigentlich jetzt auch mittlerweile, die Leute von Renault doch schon einige Jahre lang dieses Elektroauto bauen und es auch immer wieder weiterentwickelt haben. Wenn es auch nicht unbedingt die Schritte waren, die sich viele erwünscht haben manchmal. Aber es ist doch einiges weitergegangen und gerade jetzt mit der Phase 2 hat sich da einiges getan. Ja, merkt man. Gut so. Wir gehen jetzt zum nächsten. Opel Corsa E. Nicht schrecken, wir haben natürlich hinten ein bisschen einen Schummelzettel, dass wir auch nichts vergessen vielleicht. Sind dann lieber die nächsten jetzt auch. Im Vergleich zum Peugeot hauptsächlich ist ja der Konzernbruder im Endeffekt. Also richtig, ja. Der Antriebsstrang ist ja ident. Das haben wir auf der Strecke gemerkt, die Vorleistungen waren ident. Das ist aber dennoch vom Aufbau komplett das Gegenteil zum Peugeot. Der Opel ist eher als konservativ betrachtet worden. Das ist aber nicht negativ, sondern es ist ein Opel. Man steigt ein, man fühlt sich als Opel-Fahrer wahrscheinlich so gut. Meiner Frau zum Beispiel fährt das Konservative weit mehr, wie das eher futuristisch in einem Peugeot. Genau. Schlagsache. Ja. Und so ist er empfunden worden und unaufgeregt. Also. War total okay. Ja. Was man zum Vergleich auch ein bisschen festhalten kann, wer jetzt die Zoe kennt, Opel und Peugeot sind jetzt vom Platzverhältnis her nicht schlechter. Sie sind gefühlt im Innenraum für die meisten ein bisschen enger, kleiner vorkommen. Das heißt, du hast zwar an und für sich gut in deinem Fahrersitz Platz gefunden oder im Fahrersitz Platz gefunden. Du hast alles gefunden, was du gebraucht hast, mit mehr oder weniger Einlaufphase, damit du das findest. Wenn man das Ganze dann einmal hat, hat man es ja immer. Also, wenn ich in ein neues Auto einsteige, muss ich mir immer zuerst einmal Kopfzerbrechen machen, wo ist was, und wenn ich es dann einmal automatisiert habe, ist das kein Problem mehr. Das wird auch bei diesen Fahrzeugen so sein, aber es ist halt alles einmal Spur. Ja, ich habe es zuerst ein bisschen so verglichen wie mit den Shirts, Hemden. Es gibt Slimline und es gibt Regular Fit, Slimfit und Regular Fit. Es sind eher die Slimfit-Kisten und der Zoe ist dann eher der Bereich, wo man sagt, Regular Fit passt für mich wahrscheinlich ein bisschen besser. Hat mir aber auch im Corsa ganz gut wohlgefühlt. Also, richtig, ausreichend. Was gibt es zum sagen, Ladetechnik und dergleichen? Also, da können wir eigentlich eins drüberlegen. Fahrzeugleistung, Ladeleistung und dergleichen. Fahrzeugleistungen, alle drei am selben Schuss. Meiner Meinung nach alle genügend Leistungen in jeder Situation. Wir haben nie Situationen gehabt, wo wir zu wenig Leistung gehabt haben. Also haben alle die 100 kW, 136 PS sind das dann, 140 PS in dem Bereich. Ja, war eigentlich nie irgendwo ein Problem. Die Federung ist unterschiedlich, ist klar. Ein Peugeot, sportlicheres Fahrzeug, ein bisschen fester gefedert. Opel oder Zoe sind ein bisschen weicher gedämpft. Französisch, die Renault sowieso. Wobei es im Vergleich zur alten Zoe schon ein bisschen härter geworden ist, aber immer noch angenehm gedämpft. Laden
Laden haben wir einerseits gehabt, die CCS-Ladung mit 100 kW Lautwerk bei den zwei PSA-Fahrzeugen, beim Opel und beim Peugeot, und den 50 kW Lader bei der Zoe. Ich persönlich habe es jetzt zu wenig beobachtet. Wir haben, glaube ich, keine 100 kW Lader nicht direkt am Weg gehabt. Aber wir haben mit allen eigentlich immer relativ flott laden können, aufbauend auf die Akkugröße mit ihre 40 bis 50 Kilowattstunden. Ja, war das nie ein Problem. Also wir haben nie das Problem gehabt, dass wir zu viel Zeit übrig gehabt haben bei so einem Ladevorgang, schon gar nicht, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, da fällt eh viel zu viel Plätze nicht. Anders hat es ein bisschen ausgeschaut beim AC-Laden. AC-Laden haben wir den kleinen Nachteil gehabt, unsere Vorführfahrerwagen, die wir da gehabt haben, haben bei Peugeot und beim Opel nur einen Einphasenlader gehabt. Wird jetzt nicht bekrittelt, weil es ganz einfach so ist, wenn ich mir das Auto kaufe, bitteschön, kauft euch also mit einem 11 kW Lader, kostet ein bisschen mehr. Also nicht nur die Grundpackage nehmen wir mit den 21,90 oder was der dann kostet, sondern in den Dreiphasenlader investieren. Das macht schon einen Unterschied. Also wenn ich dann irgendwo bei Hotels oder dergleichen stehe und einen 11 kW Anschluss dort habe, genügt es ja schon. Wenn ich nicht ein Drittel davon nehmen kann, habe ich da schon einen Unterschied. Und dazu mit dem 22 kW AC-Lader, der fährt halt dann dort beinhalt alle davon. Handling der Fahrzeuge, wie gesagt, Leistung, Motorleistung top. Für ja. Die Bank-Bakate-Fahrzeuge, es sind alles keine Sportfahrzeuge. Aber sie sind alle gut auf der Straße gegangen. Wir haben uns Spaß gehabt in die Kurven. Ja. Wir haben uns einen Spaß gehabt, auch teilweise in der Stadt, in der Ortschaft. Also, das war, dass alle drei nicht unbedingt das Revier Autobahn haben. Hauptrevier, wissen wir. Das haben die anderen zwar nicht nur die Zoe nicht, sondern auch der Peugeot und der Opel nicht. Wie wir vorher schon mal eingeblendet haben, unsere Verbrauchswerte. Folgedessen haben wir geschafft, beim Peugeot 14,1 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, beim Renault Zoe 13,6 und beim Opel 13,1 Kilowattstunden. 1 Kilowattstunde auf 100 Kilometer weniger. Beim gleichen Fahrzeug vom Antriebsstrang. Naja, das ist eben die Frage. Ne? Haben wir dann festgestellt bei der ersten Auswertung in den Tramrechner rein. Opel und Peugeot eigentlich technisch dasselbe Gerät. Eine Kilowattstunde ist dann schon viel. Richtig. Wir wissen aber warum. Der Opel ist großteils ohne Klimaanlage gefahren. Beim Peugeot durchwegs Klimaautomatik. Und da lässt sich natürlich schon der Mehrverbrauch ableiten. Jetzt haben wir aber noch ein viertes Fahrzeug. Ja. Aber keine Durchschnittsverbrauchswerte, weil der ist eigentlich bei der Messung nicht wirklich relevant gewesen. Wir wollten einfach mal schauen, wie schlagt sich ein chinesisches Fahrzeug in die österreichisch-italienischen Alpen. Da bist du eigentlich großteils hinterm Steuer gesessen und wo ich ein bisschen an Neid gehabt habe. Ja, und ich habe mir gedacht, geil, ich darf das größere Auto fahren. Ich habe einen größeren Bauch, von dem her ist das eigentlich ganz, ganz akzeptabel gewesen. Ja, MG, ZS, EV, wie ihr es gesehen habt, beziehungsweise in den Bildern im Hintergrund seht, ein SUV aus China, ja, aber eigentlich kein Chines. Also ich habe mir sagen lassen, bei der Recherche ein bisschen im Internet gesehen, SAIC, der Hersteller dieses Fahrzeugs, der nur das Emblem vom MG draufhängt, damit man in Europa ein bisschen einen Bezug hat irgendwie. In China rennt unter einem ganz anderen Namen. Scheinbar hat, soweit ich rausgekriegt habe im Internet, ein Joint Venture mit VW in China, baut dort sogar ein Polo oder dergleichen. Und das merkt man irgendwo schon, dass die Jungs da wahrscheinlich auch Vorgaben aus Europa kriegen, wie das Zeug zum Bauen und zum Ausschauen hat. Also du steigst in dieses Auto ein, wie wir zuerst gesagt haben, klebst du das Emblem am Lenkrad und auf dem Kühler ab.
wird keiner vermuten, dass dieser Auto aus China ist. Ja. Leider keinen Dreiphasenlader, nur einphasiges Laden AC. Ich habe mit Alfred Böhm von Frei in Wien telefoniert. Der hat mir gesagt, es könnte da sein, dass da mal was nachgeliefert wird. Genauso wie bei einem größeren Akku. Der Akku hat nur 44 Kilowattstunden. Nur, also da nicht weit weg vom Opel und vom Peugeot, von dem abgesehen. Und da könnte es sein, dass es in einem Folgemodell eventuell einen größeren Akku gibt. Das ist aber natürlich jetzt nicht unbedingt bekannt und wissen wir nicht, ob das demnächst ist. CCS, ich glaube angeschrieben ist er mit 50 kW oder 70 kW, irgend sowas. Also der geht gut. Ich habe da wirklich auch noch beim Zurückstehen auf der Autobahn gelernt. Also meine 10-80% in 29 Minuten irgendwas, das hat er reingeklatscht, das hat super funktioniert. Vielleicht auch eine Anekdote, ich habe das Auto dann nach Graz zurückgebracht. Wir haben leider keine Wertung, keine Misswertung von den Verbrauchern gemacht bei der Tour. Aber beim Zurückfahren bin ich da gefahren, ca. 200 oder 196 Kilometer Autobahn, Bühnenautobahn von Oberösterreich nach Richtung Graz habe ich. Und bin dann dort im Schnitt mit 19,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gefahren. Und das bei Tempomat 120, wo frei war. Und sonst ein Tunnel und dergleichen mit 100 oder Baustelle. Also das hat mich jetzt nicht geschreckt, auch für diesen doch eher größeren, vom Formfaktor her eher kassigeren Fahrzeug. Und hat dann wunderbar schnell gelandet. Was kann man nur dazu sagen? Also jeder, der gefahren ist, damit hat gesagt, ja, mit dem kann man reisen. Platz gut, Angebot an verschiedenen Systemen gut, Assistenzsysteme haben auch gut gefallen. Spurhalteassistent auf der Autobahn habe ich regelmäßig benutzt, hat super funktioniert. Natürlich, wie wir immer dazu sagen, nicht Tesla-like, da ist Tesla eine eigene Kategorie. Ja. Was kann man schlussendlich sagen? Es ist Geschmackssache. Ja. Es ist eine Geschmackssache. Es nehmen Sie die vier Fahrzeuge, nehmen wir den Ski dazu, nicht wirklich was. Also immer sehr subjektive Entscheidung. Korrekt. Und wir hoffen, wir haben da ein bisschen einen Anschluss geben können, dass sich die Autos anschaut. Es wird nicht sein, dass wir die Entscheidung für euch machen. Es wird auch das Video oder unser Fazit dann nicht die Entscheidung jetzt beeinflussen, komplett das oder das Auto. So anschauen. Genau. Fahren. Zwei, drei Tage ausleichen, nicht nur eine Stunde. Wir haben euch die Partner auch gesagt, die wir schreiben sollen in die Beschreibung eine, die wir zur Verfügung gehabt haben. Ich nehme an, bis auf den MG, die Elisabeth und vor allem der Andreas, der hat leiden müssen, die drei Tage ohne den MG. Wir so auch Möglichkeiten über den freigeben, dass man dort ein Auto kriegt. Probefahren, ein, zwei, drei Tage Probefahren, ausweichen und dann entscheiden. Und dann entscheidet der Bauch. Und Spaß haben beim Fahren. Ich glaube, den haben wir immer so gerne mir gehabt. Zu dem. Ciao, ciao. Und schauen wir mal, ob es nicht auch so uninteressant ist, ne? Nein, ob es nicht auch so uninteressant ist.